Mozi Mabuse ist eine echte Powerfrau und aus dem TV nicht mehr wegzudenken. Genau wie sie ist auch ihr Mann Evgeny Wozniuk Profitänzer. Über ihn und ihre Ehe spricht die Let's Dance-Jurorin nun ganz offen. Die Leidenschaft zum Tanzen hat Mozi Mabuse und Evgeny Wozniuk zusammengeführt. Die Tanzprofis wurden zunächst rein beruflich ein Team. 2013 sind die beiden deutsche Meister im Lateintanz geworden. Seit 2015 gehen sie auch als Liebespaar durchs Leben. Tanzen ist pure Leidenschaft. Natürlich kann es da passieren, dass man sich in seinen Partner verliebt. Gerade wenn man so viel Zeit miteinander verbringt und in einer rosaroten Bubble zusammen ist, erzählt die Tänzerin gegenüber der Bild. 2017 heirateten Mozi und Evgeny bei einer Traumhochzeit auf Mallorca. Ihre gemeinsame Tochter machte schließlich das Familienglück perfekt. In einem Interview mit der Bild am Sonntag schwärmt die Let's Dance-Jurorin: Ich durfte meine Leidenschaft Tanzen leben, habe darüber meinen wundervollen Mann kennengelernt und unsere zauberhafte Tochter bereichert unseren Alltag. Während beim Tanzen der Mann die Führung übernimmt, sieht es privat bei Mozi und Evgeny allerdings nicht so streng aus, ganz im Gegenteil. Auf die Frage, wer zu Hause den Takt vorgibt, antwortet die gebürtige Südafrikanerin im Bild-Interview: Wir führen beide, es gibt bei uns nur gemeinsame Entscheidungen, keine Alleingänge. Die beiden sind also nicht nur auf dem Tanzparkett ein echtes Dreamteam, sondern auch privat. Das Paar betreibt gemeinsam eine Tanzschule und während der Let's Dance-Zeit ist Mozi Mabuse 2 Tage in der Woche in Köln unterwegs. Außerdem ist Mozi auch im Vereinigten Königreich bekannt und sitzt dort ebenfalls in der Tanzshow Strictly Come Dancing in der Jury. Die Unterstützung ihrer Familie und vor allem von Ehemann Evgeny ist bei so vielen Projekten natürlich besonders wichtig. Mein Mann und ich sind im Alltag ein großartiges Team. Wir teilen alles miteinander. Während Let's Dance kommt meine Mutter aus Südafrika. Das freut mich sehr, weil wir uns eine lange Zeit nicht gesehen haben, erzählt sie gegenüber der Bild. Man merkt es ihr deutlich an, Mozi Mabuse ist einfach ein wahrer Familienmensch. Das wird auch auf ihrem Instagram-Profil deutlich, auf dem sie immer wieder verliebte Fotos und Videos mit ihrem Evgeny teilt. Ihre Ehe vergleicht die Tänzerin im Bild-Interview mit einem besonders feurigen Tanz, der Salsa. Die Verbindung einer Südafrikanerin und eines Ukrainers ist so leidenschaftlich wie Chili. Das glauben wir sofort und freuen uns jetzt schon, Mozi wieder regelmäßig freitags bei Let's Dance in der Jury zu sehen.